Mein Name ist Martin Wölker und ich bin Logistiker. Versuchen wir etwas mehr aus den Puffern rauszuholen. Gucken wir uns das mal hier an, wie es aufgebaut ist. Gut, wir haben jetzt hier eine Maschine, die würde ich jetzt furchtbar gerne mal Förderbin herstellen. Die kommt aber jetzt schlecht an die Zahl heran. Nehmen wir uns ein Förderband. Gut, haben wir schon gemerkt, wenn wir mehrere versorgen wollen, sollten wir vielleicht etwas schneller sein. Hier ist beides verfügbar. Stelle ich eine Maschine hin. So, die Maschine kriegt Material, gibt Material ab. Das Material wird in die Kiste gelegt. Und am Ende muss ich eben das Material auch abtransportieren. Schön. Gut, scheint zu funktionieren. Ah ne, was habe ich vergessen? Ja. Nur wenn ich genügend Puffer etwas zu arbeiten. Auch hier wieder den klassischen Trick. Nicht alles neu machen. Vorhandene Lösungen einfach kopieren. S größer 0, wunderbar. Das heißt, die Maschine produziert und die produziert jetzt Förderbänder. Da wieder ein kleiner Puffer drin, wissen wir. Maschinen nehmen Material auf. Haben dann hier einen kleinen Puffer und haben hier einen Input-Puffer und haben einen Output-Puffer. Also das funktioniert sehr schön, aber wir wollen mal sehen, wie wir jetzt steuern. Wunderbar, geht wunderbar. Alles klar, füllt den Puffer hier wieder auf. Fertig. Jetzt möchte ich gerne mehr Maschinen. Wir brauchen Eisenplatten. Ja. Und das ist der Kniff an dieser Lösung. Zack, fünf Maschinen herstellen. Ich muss nur noch die Maschinen bauen, weil alle Vorprodukte sind ja schon längst vorhanden. Und wir wissen ja, die Produktivität von diesem Mann, die ist wirklich super. Jo, nur fünf Maschinen. Wieder Förderbänder herstellen, sagen wir 1, 2, 3 geht es auch noch. So, hätten wir es auch schon, ne? Jo. Ah, haben wir eben auch nicht dran gedacht gehabt. Jetzt mache ich es aber richtig. Die sollen nur arbeiten, wenn S größer 0 ist und der kann das schon. Kontrolle, S größer 0 ist eingestellt. Du machst Förderbänder. Du machst Förderbänder, du machst Förderbänder. Wunderbar. Jo, Förderbänder raus. Was sehen wir hier? Eine Blockadesituation. Wir legen hinten jetzt auch wie wild. Ne? Wird zwar schnell da dran transportiert, aber wir werden das heute nicht schnell genug los. Erster Trick ist der klassische Trick. Ich muss einfach schnell angreifen, damit ich mehr rausnehmen kann. Ne? Das ist immer das Gleiche. Man guckt sich den Engpass an, also hinten bin ich genug rausgenommen, muss das hier schneller werden. Dieser Prozess des Entnehmens schneller sein. Rausnehmen wieder, zack, gucken, was passiert. Ja, aber der tut sich nicht wirklich was. Woran liegt es? Ja, der hat immer noch ist auch nicht schnell genug. Also noch mehr die Kapazität aufbohren. Ja, das mache ich dann mal, indem ich sage, gut. Ist ja kein ernstes Problem. Zack, 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 zack. Wir sehen wieder hier Nachbezug, ne? Eisenverbrauch kommt nach, braucht mich nicht drum kümmern. So, also nehmen wir doppelt so schnell raus jetzt hier. Rausnehmen. Ja, aber ist immer noch, dem Band hier immer noch voll. Woran liegt's? Ich nutze ja nur die halbe Kapazität von dem Förderer aus. Wegmachen, was man nicht braucht. Muss einfach auf die andere Spur auflegen. Sieht ja jetzt ganz gut aus. Gucken, entnehmen, klicken. Ja, hier ist zu langsam, sieht man, ne? Ja. Okay, also ja, klar, ich muss hier mit zweimal drauf los. Man muss ja wissen, ab hier muss dann schneller sein. Und am Ende muss ja noch schneller werden, weil ja immer mehr Zeug aufgelegt wird. Und nochmal. Also der Trick ist dran, Engpässe beobachten und gucken, ob irgendwo sich was staut. Wenn sie verstaut, heißt das, dahinter der Prozess muss schneller werden. Und wenn ein Prozess hängt, weil er das Material unversorgt und Unterversorgung hat, muss ihm davor mehr reintun. Und wir sehen, das geht alles jetzt von selber. Alle raus. Wunderbar. Die Maschinen arbeiten alle. Keiner zögert irgendwie. Die Maschinen laufen durch.
Ja, hier ist ein bisschen Unterversorgung. Das haben wir. Ah, haben wir schon eben gesehen. Ich lege nicht schnell genug Material auf. Das muss ich also machen dann. Guck's mal an. Produktion von Förderbändern. Ja, ne, du kriegst zwei vier Bänder raus aus 1 und 1. Also werden deutlich mehr raus. Das ist schon gut, aber wir müssen hier mehr Material auflegen. Und durch diese Konstruktion muss man eben immer nur einen Teil optimieren. Man muss nicht an allen Stellen rumbasteln, sondern sagen, ich will diese Kiste versorgen. Also sorge ich dafür, dass schnell genug entnommen wird. Ich sorge dafür, dass schnell genug abtransportiert wird. Die können die durchlaufen und ich muss sie schnell genug Material versorgen. Und die Materialstoffe kriege ich hierher und erst meinen Zahnrädern. Und wenn ich was verbraucht habe, wird es automatisch nachgezogen. Gucken wir es nochmal nach. Klick. Jetzt sieht hier sozusagen die Förderlaufen vor. Das kann man sehr schön sehen. Muss aber nur beobachten, ist immer noch Material da. Wenn immer noch Material da ist, weiß ich genau, das ist schnell genug. Ich bin ja schon fertig, ne? Unglaublich schnell und fertig. Ja, und hier oben sehen wir auch, ja, aufgrund dieser Mimik, dass ich mit Zweien das mache, klappt das auch. Ne? Und ich kann jetzt in relativ kurzer Zeit die Produkte, die ich brauche, herstellen. Sogar ohne Geschwindigkeitsmodule und sehr effizient. So, gucken wir uns das mal an, was wir gemacht haben jetzt in diesen neuen Teilen. Wir haben erstmal gelernt, wie es mit Puffern funktioniert. Flip-Flop-Logik, untere Grenze, obere Grenze. Ich transportiere nur das, was ich wirklich brauche. Transportiere ich in den lokalen Puffer. Der lokale Puffer versorgt eine lokale Produktion. Ich habe dann immer das Gleiche gemacht. Ich habe eine Maschine, hat eine Versorgungskiste, Maschine, Entsorgung, Quelle, Produktion, Senke. Die Senke ist dann wieder eine Quelle für die nächste Produktionseinheit, die vielleicht noch andere Produktionsschritte braucht. Und so weiter und so fort. Das funktioniert sehr gut. Das haben wir hier mit einer offensichtlichen Flip-Flop-Logik gemacht. Die hat aber den Nachteil, dass sie eben viele Schalterchen braucht und diese Leuchtdioden sind kaum verständlich. Das haben wir hier optimiert, indem wir gesagt haben, wir haben nur noch drei, mit denen die Steuerung gemacht wird. Und wir haben einen Kombinator, der sagt, was wir anzeigen wollen. Wir haben sogar einen Kombinator, der sagt, wie die oberen und unteren Grenzen sein sollen. Und wir haben hier drei Kombinatoren. Das ist jetzt Ästhetik, damit man ein Lämpchen hat, was anzeigt, was man da tut. Ja, was sehen wir? Alle Puffer sind voll, alle sind zufrieden, also kann man nicht meckern. Das war's. Bis dann.